Hallöchen, und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück aus der Pause und machen wir mal das Spiel groß. Was denn? Ich musste nur lachen, weil es fing gerade so gut an. Also ich habe gelacht, weil Fockaffe geschrieben hat, vielleicht wird die Kombination Rotwein und Kinderpunsch mal nach Inga benannt. Das Rampke-Gedeck. Jawohl, gute Idee. Groß. Welt retten. Warum ist das Spiel nicht da? Da ist es. Gott sei Dank. Da ist es. Die erinnert mich echt daran, mich ordentlich. Mal gucken, wie dystopisch es jetzt noch wird. Ja, wir haben dieses Ding hier aufgebaut. Das war das Letzte, ne? Und wir hatten... Nee. Ja, und wir hatten mit denen gefunkt, ne? Ach ja, stimmt. Mhm. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Ja. Ja, sehr sagen. Gut. Mhm. Ja, und jetzt? Ja. Alle sind genau. Tot. Ansehen oder benutzen? Ja, benutzen, oder? Angesehen. Dazu brauche ich mein Zeitfunkgerät. Ach so. Ja, und nun brauchen wir ein Zeitfunkgerät. Was ist denn das Zeitfunkgerät? Doch, das hatten wir doch. Wir hatten das doch herausgefunden. Es ist zu lange her. Chat, ja. Hilf uns. Wir haben halt die Batterie da aus dem Ding rausgeholt und kaputt gemacht. Ja. Und haben dann gesehen, dass die anderen alle irgendwie in Schwierigkeiten sind. Gucken wir uns nochmal das Gerümpel an. Mhm. Zeit für mich. Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Ja, ich glaube, ich werde wieder richtig gut schlafen können. Geh mal runter. Jawohl. Sehr umsichtig. Ich kann nach da unten gehen. Ja, genau. Nanu? Oh. Nigel? Nigel! Seltsam. Ich suche besser nach ihm. Was wir im Inventar haben. Okay, sie will Nigel suchen. Was haben wir im Inventar? Ne? Im Inventar haben wir ein Messer und ein Zeitfunkgerät. Ja, aber das haben wir schon oben versucht zu benutzen. Wir haben letztes Mal gefunkt. Ah, ich kann hier reingehen. Okay. Gucken wir mal. Nein, da ist nichts. Oh. Es fällt immer was in die Ritzen. Da war aber nichts. Schade. Okay. Abnehmen. Es ist viel zu groß. Es ist das Einzige, was diesen Ort hier gemütlich macht. Du kannst auch dahinter gucken. Ja, das ist besser. Okay. Ein bisschen langweilig. Kann man sie nicht zwingen, das mal abzunehmen? Da könnte ja irgendwas total Tolles dahinter sein. Nee, ausruhen. Ja, mach mal. Scheint eine Sitzgelegenheit zu sein. Ich würde gerne, aber ich habe eine Mission. Sie hat eine Mission. Was denn für eine Mission, Mädchen? Nigel finden und oder man weiß es nicht. Rütteln. Ich kann sie nicht öffnen. Sie ist abgeschlossen. Okay. Messer? Zwecklos. Sie ist fest verschlossen. Das Messer habe ich immer dabei. Man weiß ja nie. Ja. Ja, benutze es doch mal. Ich hoffe, das klappt. Ach. Nicht schlecht. Und was haben wir da? Auf keinen Fall. Ein Schraubenzieher. Jawohl. Wir haben einen Schraubenzieher. Ich dachte immer, es heißt Schraubendreher. Das stimmt. Da! Das war knapp. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Okay, da geht es. Das versuche ich garantiert nicht noch einmal. Und selbst wenn ich wollte, die Treppe ist zusammengebrochen. Okay, ja, ist ja gut. Nigel? Sie da wieder runter. Oh, Faye! Warte, ich komme zu dir! Oh nein! Global! Verdammt! Wie komme ich da jetzt wieder hoch?
Haltet durch, Nigel. Über die Treppe, die du nicht benutzen wolltest? Ups. Ich wollte da nicht hinklicken. Eine Wäscheleine. Eine Nylonschnur. Fuck. Reißfest. Nein, unzerreißbar. Messer. Das Messer ist scharf genug. Sehr schön. Okay. So, hier ist Wasser. So eine trübe Brühe. Hundehaufen gibt's da wahrscheinlich. Ich kann leider nicht schwimmen. Wieso haben Sie es nicht gelernt? Wir leben unter der Erde. Ich musste es nie lernen. So. Okay, sie kann nicht schwimmen. Eine Tür. Lauschen. Ich höre nur ein leises Knarren. Und Schritte? Nein, doch nicht. Öffnen? Verschlossen. Was auch sonst. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Die Tür bewegt sich kein Stück. Also dafür, dass sie auf einer Mission ist, ist sie ganz schön kritisch. Ja. Verschlossen. Was auch sonst. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Die Tür bewegt sich kein Stück. Alles klar, du hast keinen Bock. Dahinter ist es völlig still. Das sagt allerdings gar nichts. Auf dieser Seite der Tür ist es ja auch nicht anders. Aber das ist doch gar kein Schlick. Verschlossen. Was auch sonst. Kann man da das Messer oder den Schraubenzieher zu benutzen? Diese Tür hier hängt auffallend schief in den Angeln. Oh. Schraubenzieher. Na, dann wollen wir mal. Autsch. Nein, das ist definitiv das falsche Werkzeug. Damit habe ich einfach zu wenig Hebelwirkung. Okay. Dann brauchen wir, was haben wir denn da? Eine Eisenstange. Rausbrechen. Diese Stange, wenn man die da rausbrechen kann, dann brecht die auch sie mal Tür mit ab. Okay, dann gucken wir mal, ob man damit die Tür aufkriegt. Ja. Na, dann wollen wir mal. Tapete. Die Wand dahinter sieht auch nicht besser aus. Marode Wand. Hast du gerade die Tapete abgerissen, oder? Ja. Nicht mit bloßen Händen. Dann benutzt doch einfach die Eisenstange. Es geht. Ich wusste, die Stange würde mir noch nützlich sein. Okay. Zahnputzgläser? Nee. Bloß nicht, die Gläser sind widerlich. Und meine Zähne könnte ich auch gleich mit einem Ziegelstein abreiben. Ekkit. In den Gläsern wächst etwas Pilzartiges und es riecht unangenehm. Delvin wäre begeistert. Wer ist Delvin? Weiß nicht. Kann ich ein Mikrobiologe. Wahrscheinlich. Was haben wir denn hier noch? Eine Spinntür und hier war. Oh mein Gott, die können wir aufbrechen. Einen Servicewagen. Nein, nur Müll. Nichts Nützliches dabei. Oh, ein Kehrblech. Die Seife nehme ich auch gleich mit. Seife und Kehrblech. Wahnsinn. Und ein Besen. Ich hoffe, der bricht nicht auseinander. Was man alles so dabei haben kann, ohne dass es so schwer wird. Das ist die Tür zum Flur. Ja. Auch von dieser Seite. Fest verschlossen. Wozu? Ich bin doch schon drin. Einfach wegen der Ordnung. So, kann man hier noch weitergehen? Kann er jetzt putzen? Kannst du doch den Schlick wegputzen. Stimmt. Ja. Vielleicht könnte ich den Schlamm damit wegräumen. Aber wozu? Ich habe bereits einen Weg hineingefunden. Da rein? Ja, aber doch nicht. Weird Beat sagt, nochmal die Gläser mitnehmen, sie hat jetzt wegräumen. Seife. Aber wozu? Ich habe bereits einen Weg hineingefunden. Okay, sie hat ja jetzt Seife. Das ist ein guter Punkt.
bloß nicht. Die Gläser sind widerlich. Und meine Zähne könnte ich auch gleich mit einem Ziegelstein abreiben. Dann machen wir doch mal... Keine Ahnung wie. Ach nee, ich weiß nicht. Bestimmt nicht. Nee. Ich glaube nicht. Okay. So, das dann... war eine sehr gute Idee. Ja. Kann man... Ups. Kann man hier hochgehen? Nee. Da wollte sie ja nicht hochgehen vorher. Ja. Aber schwimmen kann sie doch auch nicht. Wir sind total gefangen. Muss man Leiter. Leiter. Oh. Vielleicht kannst du mit dem Besen. Seil... Der Besen ist tatsächlich lang genug. Gute Idee. Wahnsinn. Okay. Leuchtschrift. Die Leuchtschrift ist durch das Nachbarhaus gekracht. Der Sturm muss entsetzlich gewesen sein. Nicht gerade stabil. Noch hält es. Ja. Es ist eine Mission. Ich Soll möchte daran ich da erinnern. Hochklettern oder nochmal zurückgehen? Hochklettern. Okay. Erklimmen. Mit dem Seil sich sichern kam als Idee. Aber hat auch so funktioniert. Hat auch so funktioniert. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Yts, ein, der, L. Hier sind alle Buchrücken völlig unlesbar geworden. Die würden in meinen Händen sofort zu Staub zerfallen. Lesegerät. Irgendwelche Terminals, aber ich sehe keinen Knopf. Nur eine zylindrische Halterung in der Mitte. Keine sichtbaren Schalter. Vielleicht aktiviert man sie, indem man etwas in diese zylindrische Halterung steckt. Okay, müssen wir etwas... Wie reinstecken? Wie wäre es mit dem Schrauben oder dem Messer oder so? Betonplatten. Wiegen ungefähr eine Tonne. Betonplatten. Ach so. Wiegen ungefähr eine Tonne. Was haben wir hier? Noch mehr Bücher. Fenster. Es gibt keine Griffe oder so. Aber da kommen wir auch her. Ja, hier ist noch ein Lesegerät. Wir können ja gucken, ob die anderen Bücher was, ob die besser drauf sind. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Fiona nahe ist dafür, dass wir das Fenster einschlagen, glaube ich. Nigel! Faye, komm nicht näher. Der Boden gibt nach. Ich suche ein Seil. Ich kann dich... Nein, Faye, du musst... Hast du versucht über das Geländer? Nein, Faye. Faye. Hör mir gut zu. Es ist wichtig, dass du mir ganz genau zuhörst. Finde das zweite San Francisco-Team. Finde Salvador und Delvin. Nigel, lass mich dir doch... 2050 ist zu spät. Ihr müsst einen weiteren Zeitsprung wagen. Hier, in dieser Konsole. Ich habe... Ich weiß jetzt, wie wir die Katastrophe abwenden können. Die Cyanobakterie. Sie ist unsere letzte Chance. Das kommt mir bekannt vor. Ich verstehe nicht. Ich habe die Informationen in zwei Datenkristallen gespeichert. Einer ist runtergefallen, als der Boden nachgab. Finde ihn. Gib ihn Salvador. Er wird wissen, was zu tun ist. Nigel, die anderen Teams. Sie sind alle tot. Oh mein Reich mir deine Gott. Hand. The suspense is killing me. Die Bakterie. Sie ist der Schlüssel. Oh nein! Aber sie hat den Kristall. Apropos, Julia, lebt deine Cyanobakterie noch? Ja, den geht's super. Nein, ja, wir werden nicht hier, aber mal gucken, ob sie Weihnachten überleben. Weil sie sind jetzt erstmal knapp ein bisschen mehr als zwei Wochen alleine. Aber mal schauen. Ist schon klar, wenn man diesen Spiel folgt, dass du die Welt retten würdest mit deinen
Cyan, er war der einzige Freund, den ich noch hatte. Wie könnte ich so etwas erfinden? Ach, kommen Sie. Sie wissen ganz genau, worauf ich hinaus will. Erst dieser Svensson und jetzt die Bakterie. Warum sagen Sie es nicht einfach? Ihr Freund starb für meine Forschung. Bedrückt dich das gar nicht? Ich bin, weiß Gott, kein Unmensch. Aber ich beginne allmählich, die Strategie hinter Ihrem Märchen zu erkennen. Wir halten fest, meine Blaualge oder Cyanobakterie ist die Energiequelle der Zukunft. Wie geht's weiter? Ja. Wie geht es jetzt weiter? Genau die gleiche Frage habe ich mir damals auch gestellt. Wir haben uns verletzt! 2050! Zu spät! Hallo? Wer ist da? Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Zeitechos. Von den anderen. Moment mal. Was ist das? Ein Notrufsignal. Das zweite San Francisco-Team lebt noch. Das Signal ist keine 2 Meilen entfernt. Ich brauche ein Boot. Ein Boot? Mhm. Okay. Ein Boot. Wir haben einen Datenkristall. Ja, weil da hinten ist ja Wasser. Ja, man reiche ihr ein Boot. So, ja. Das ist alles überschwemmt, ne? Ja. Irgendwo dort muss das zweite Team sein. Die Stadt ist gänzlich überflutet. Ich muss eine Möglichkeit finden, über das Wasser zu kommen. Jesus. Wir brauchen ein Luftkissenfahrzeug. So, vielleicht können wir einen Datenkristall in das Lesegerät stecken. Ja, dieser hier scheint intakt zu sein. Und es sieht so aus, als könnte ich die Daten hiermit auslesen. Das sind ja unendlich viele Daten. Ich warte mit der Auswertung wohl lieber, bis ich das zweite San Francisco-Team gefunden habe. Da müssen die alle wieder dahin. Okay, dann haben wir hier Bücher. Kann man nicht so ein Bücherregal... Kriegst du nicht aus dem Fenster raus. Stimmt. Als Boot meinst du? Ja. Ach ja, ich muss das ja das global runterbekommen. Wie wär's denn mit dieser Kanne da in der Mitte? Ja, das wollte ich auch. Das war nämlich vorhin noch nicht so. Er hängt nur noch an einem Scharnier, aber scheint dennoch stabil. Scharnier? Scharnier? Ja. Das scheint mir das geeignete Werkzeug zu sein. Der Schraubenzieher. Jawohl, Schraubendreher. Verdümm, und da ist ihr Boot. Was sie noch was zum Paddeln, das kann sie, ja, mit, dem kann sie doch mit dem Besen. Ja. Den Besen nehmen. Nee, das Putzblech, oder? Das Kehrblech. Ach so, ja, das geht auch, ja. Analysieren. Er besteht aus einer Art Hartplastik. Scheint seetüchtig. Es würde vielleicht als Boot ausreichen, um das zweite Team zu suchen. Aber ohne Paddel bringt das nichts. Du hast das Kehrblech, Schätzchen. Die Stange passt genau in die Wölbung vom Griff des Bleches. Mal sehen. Ich habe die Eisenstange mit dem Kehrblech verbunden. Du musst jetzt noch das Seil drum wickeln. Ist noch nicht stabil genug. Ja. Ja, mit dem Seil kann ich die beiden Teile fest zusammenbinden. Hey, das sieht aus wie ein Paddel. Yeah. Das würde vielleicht als Boot ausreichen, um das zweite Team zu suchen. Und ich habe ein Paddel. Auf geht's! Ach, es ist schön. Es gibt doch noch einen Funken Hoffnung. Oh, sie hat sogar eine Karte. Google Maps. Im Zeitfunkgerät. In den Sonnenauf- oder Untergang paddelt sie. Oh, nein! Gott sei Dank. Oh, das war der eine einmalige Sache. Der Anzeige nach muss die zweite Kapsel hier ganz in der Nähe sein. Sie kann doch nicht einfach das Boot... Das finde ich auch unverantwortlich. Aber sie... Scheiß. Es muss umgekippt sein, als der Wasserspiegel gesunken ist. Da scheint etwas hinter der Plane zu sein. Aber mit bloßen Händen bekomme ich sie nicht ab. Messer? Puh. Nein, ich kann sie nicht zur Seite ziehen. Sie ist irgendwo festgebunden. Ach so. Messer? Hinter der Plane waren Fässer verborgen. Sie scheinen leer zu sein. Fass rausziehen. Da ist ein... Machen wir nochmal. Achso. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Okay. Oh, warum nicht?
Wir wollen uns doch eine Brücke bauen. Aber vielleicht liegt da noch irgendwas, was frei ist. Die Steine werden von dem sauren Wasser umspült. Ja und? Die Steine werden von dem sauren Wasser umspült. Okay. So kann ich das Brett nicht nehmen. Tja. Ach, es ist schwierig. Salvador! Delvin! Faye! Bist du das? Alles in Ordnung bei euch? Kurze Abstimmung, was wollt ihr? Ja, alles cool. Alles cool. Gut, dann ruder ich in meinem Globus zurück. Schreibt mal eine Karte. Also, alles in Ordnung bei euch? Oder wie kann ich euch helfen? Fiona, ja, eins, die eins. Die eins. Alles in Ordnung bei euch? Nur ein paar Kratzer. Aber ich weiß nicht, wie lange wir hier noch in Sicherheit sind. Wo ist Nigel? Er ist tot. Und die anderen Teams sind alle tot. Dann lass dir schnell was einfallen, wie wir hier wegkommen. Sonst bist du bald die einzige Überlebende. No pressure. Ja, ich muss sagen. Lass dir was einfallen. Wir bleiben hier unten und... Entschuldigung. Wie kann ich euch helfen? Du musst einen Weg finden, uns von hier wegzubringen, bevor die Zeitkapsel abstürzt. Aber wie soll ich das schaffen? Wir haben hier noch ein Seil. Wir können es mit der Harpune zu dir nach oben schießen, aber das ist auch schon alles, was wir tun können. Gut, probieren wir es aus. Hier ist das Seil. Ja, du musst auf die andere Seite. Hatte das auch schon so im Gefühl. Aber sie will ja noch nicht. Aber vielleicht wollte sie noch nicht, weil du erst diese Szene sehen musstest. Richtig. Das ist... Die Steine werden von dem sauren Wasser umspült. Vielleicht wäre sie jetzt bereit, doch nochmal so ein Fass darunter zu schieben. Damit es die Jungs am Kopf trifft. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Nee. Noch irgendwas anderes klicken? Hilfe! Ja, kannst du noch irgendwo anders hingehen? Kann ich hier zum Abgrund wieder? Hier ist ein Stein. Da ist die ein Steine Stein. Werden von dem sauren Wasser umspült. Ja. Weißt du, was mit den Steinen ist, Inga? Die werden von saurem Wasser umspült. Echt? Ja. Ein langes Brett. So kann ich das Brett nicht nehmen. Aber was haben wir denn noch, womit wir das Brett nehmen können? Mit Seife? Wir könnten ein Paddel benutzen. Stein, langes Brett. Oder das Fass? Kann sie damit das Fass losschieben? Nicht nötig. Das Fass kann ich auch mit bloßer Hand rausziehen. Aber dann mach's doch. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Oh. Was ist denn mit dem Fass passiert? Das ist einfach nur da runtergeschwommen, oder wie? Ja, das war super. Das hat doch eine Lücke da geschlossen. Ja, genau. Ja, okay. Es hat diese Lücke da geschlossen, aber... Ich weiß nicht, sonst geh noch mal zum Abgrund, ob da noch mal irgendeine Sequenz kommt oder so. Ja. Hallo, Guerilla-Schieb. Hi, ich komme nicht an das Seil ran. Es ist auf der falschen Seite des Wasserfalls gelandet. Wir können es nicht mehr runterziehen. Es scheint festzuklemmen. Du musst einen anderen Weg finden. Okay, läuft, kann ich jetzt richtig auf den Stein springen? Bitte. Die Steine werden von dem sauren Wasser umspült. Ich komme nicht an das Seil ran. Es ist auf der falschen Seite des Wasserfalls gelandet. Wir können es nicht mehr rund. Du musst ein... Ja. Kann man die Steine mit der Seife säubern? Nee, ich glaube, das Problem ist, dass das ganze Wasser so sauer ist. Was haben wir im Inventar? Schraubenzieher, Seife, Datenkristall, Paddel, Messer und Zeitfunkgerät.
Kann man da irgendwas von dem Zeug, was da rumliegt, nehmen, um das irgendwie da über die Steine zu legen? Ah, hier ist ein Brett. Na, schau. Ah. Okay, wo ist das Brett? Da ist das Brett. Das wird da jetzt hingelegt. So, geh zu diesem Stein und dann nehmen wir das kurze Brett. Mhm. Ah, das ist so klug. Und jetzt nehmen wir das Brett und legen das Brett auf. Ist zu kurz. Dann nimm, balancier halt richtig gut über dein... Du musst halt das lange Brett nehmen. Ja. Hey. Puh, das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Seil aufnehmen. Und Fahrzeug. Wir brauchen eine Seilwinde, finde ich. Nein, nein. Wie nein, nein? Was soll das denn heißen? Was ist denn jetzt eigentlich der Plan? Also, wir müssen die da hochziehen. Das heißt, wir müssen das Seil dann irgendwie festziehen können. Das können wir ja nicht alleine schaffen. Und deswegen würde ich sowas wie so ein Der Schlüssel Flaschenzug. Denkt, dieses Fahrzeug könnte tatsächlich noch funktionieren. Oh. Der Schlüssel steckt. Mal gucken. Dann müssen wir das ja nur... Das Auto springt tatsächlich noch an, aber ich stelle es erstmal wieder ab. Genau, jetzt fixierst du schön das Seil an einem der Reihen. Jetzt dann nehme ich erstmal das Paddel und grabe im Schlammhaufen. Ja, damit sollte ich die Hinterachse vom Schlamm befreien können. Richtig gut. Richtig gut. Und jetzt haben wir da eine Felge. Und jetzt nehmen wir das Seil und tun das an die Felge. Verstehe ich nicht. Nee. Ja, musst du es auch nicht verstehen. Wir machen das. Verstehe ich nicht. Musst du nicht verstehen? Ach so. Hinterachse. Soll ich jetzt das Seil nehmen und an die Hinterachse? So. Hält. Alles klar. Na, das. Schnell. Ich hab das Seil. Was jetzt? Schau dich um. Du musst es irgendwo befestigen, um uns hochziehen zu können. Ja, das wissen wir schon. Wir machen jetzt das Fahrzeug an und... Wir machen jetzt einfach das Auto an und geben Gas. Ja, richtig. Und dann fliegen die in eine andere Zeitzone, weil es so schnell ist. Der Schlüssel steckt. Mal gucken. Es bleibt. Das Auto springt tatsächlich noch an, aber ich stelle es erstmal wieder ab. Warum denn? Du musst es doch... Ich muss jetzt nochmal hingehen und sagen, haltet euch fest, ich habe was... Das Hinterrad liegt jetzt frei. Das Hinterrad liegt jetzt frei. Es ist schon verbunden, oder? So, hält. So, und das jetzt? Mach nochmal an. Der Schlüssel steckt. Mal gucken. Es bleibt. Das Auto springt tatsächlich noch an, aber ich stelle es erstmal wieder ab. Ja, sonst versuch nochmal mit denen zu reden. Vielleicht musst du denen erst Bescheid sagen. Ah, hier ist ein Stahlträger. Na, vielleicht muss man das da drum wickeln. Ich sag nur Flaschenzug. Ein Teil der Brückenkonstruktion. Ein Teil der Brückenkonstruktion. Kann man das Seil da drum tüdeln? Ich hab das Seil! Was jetzt? Schau dich um! Du musst es irgendwo befestigen, um uns hochziehen zu können! Na, ich muss Seil... An des Brückenkonstruktion. Auf die Art rutscht das Seil von der Stange ab, wenn man daran zieht. Ja, schon vorher gesagt. Liegt hier noch irgendwas anderes rum? Ach, ich habe eine Felge, um Gottes Willen. Ja. Felge an Ding und darüber das Seil. Und fertig ist eine Laufrolle. Ich habe gerade ein Kinderbuch zum Thema Felge gemacht. Ich habe das Seil über die Felge gelegt. Nee, Physik. Achso, Physik. Sorry, Kinderbuch über Physik gemacht. Du bist manchmal bei mir kurz abgehakt. Oh. Okay.
Nein, ein Buch, in dem es auch um geht, Fliegen. Und da habe ich auch das Thema Flaschenzug erklärt. Der Schlüssel steckt. In dem ein Maulwurf sich in einen Baum mithilfe eines Flaschenzugs. Oh. Na dann, los geht's. Und so kam es zur Wiedervereinigung mit Salvador und Delvin. Der Weg zurück zum Global war die Hölle. Also wirklich. Ich kenne ja die Theorien zum Klimawandel. Und ich bin weiß Gott auch der Ansicht, dass etwas getan werden muss. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich diese lächerliche Geschichte ausdenken. Es ist die Wahrheit. San Francisco unter Wasser? Tornados in Europa? Und das alles schon 2050? Lächerlich. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Ihr könnt nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz. Ja, aber ich finde freundlicher die erste Variante. Horst, ihr sagt, das Spiel ist so schlecht gealtert. Ist es überhaupt gealtert? Naja, also gealtert in Form von, wir hatten jetzt schon Wirbelstürme und Windhosen. Meine, ne? Vor 6 Wochen oder so sind Menschen in Kiel von einem Wirbelsturm ins Hafenbecken geschleudert wurden. Echt? Ja. Ja. So, was machen wir? Fiona, ne? Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500, aber sie kommt ja aus 2500. Ja, deswegen zwei, die zweite Variante, das untere. Ja. Ihr könnt nicht einmal vorhersagen, welches Wetter in einer Woche ist und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz. Ihr könnt nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz? Allerdings, man dreht sich nur einmal kurz um und schon sind 10 Jahre verstrichen. Das Kind ist groß, die Frau ist krank und... Ach. Und die Pole sind geschmolzen, eben. Eben nicht. Die Welt ist konstant. Es sind nur die Menschen, die sich ändern. Wenn es doch so wäre. Bleibt nur das eine. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Na, wenn das so ist, können Sie sich doch auch getrost an meinen Sohn wenden. Er führt meine Forschungen weiter. Er ist der Svensson, den Sie suchen. Warte, ich bin mir doch sicher. Es war 2050. Hören Sie, ich kenne die Studien. Mein Gott, ich habe selbst welche verfasst. 2050 ist Humbug, wie der Rest ihrer Geschichte. Wie gesagt, wir waren auch überrascht. Oh Mann, Sie haben Ihre Rolle wirklich gut einstudiert. Also dann, willkommen im 20. Jahrhundert. Fahren Sie fort. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Dazu wollte ich ja gerade kommen. Wie gesagt, der Rückweg zur anderen Zeitkapsel war eine Tortur. Ich hoffe, die Geschichte hat auch eine Pointe. Soll ich jetzt weitererzählen? Kommt drauf an. Wie lange dauert es denn noch? Na gut, wie du willst. Ich kürze die Geschichte etwas ab. Wir hatten also schließlich das Global erreicht. Mittlerweile war es Nacht. Und wir beschlossen, in den Ruinen Quartier zu beziehen. Wildbeat sagt, er kennt ein deutsches Adventure aus den 90ern. Ich weiß nicht mehr, wie der Name. Da ging es um Umweltschutz und Zeitreisen. Ich bin da raus. Ich bin schlecht in Adventure. Das ist auch ein deutsches Adventure. Das war spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Hast du nichts zu tun? Das hier ist kein Lagerfeuer, Funker. Komm schon, Salvador. Ich finde, ich habe ein wenig Anerkennung verdient. Ich meine, erst die Aktion mit dem Kran und dann auf dem Rückweg auch noch diese Geschichte mit den Alligatoren. Alligatoren? Ich bitte Sie. Du wolltest die Geschichte ja nicht hören. Ach, verdammt! Gibt es Probleme, Delvin? Mehr als genug. Ich denke aber, wir kriegen die Kapsel tatsächlich noch einmal startklar. Es ist nur eben nicht ungefährlich. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Was genau bedeutet nicht ungefährlich? Was brauchst du denn? Was brauchst du denn noch für den Start? Na, was sagt der Chat? 1 oder 2? Was genau bedeutet denn nicht ungefährlich? 1. Warte mal, habe ich nicht hier auch 1 und 2, na toll. 2. Ich
Ich müsste auch hier auch wirklich zwei? Ja. Ja, der Chat hat gesprochen. Der Chat hat, genau. Okay, was brauchst du noch für einen Start? Was brauchst du denn noch für den Start? Naja, als allererstes bräuchte ich das exakte Datum. Die zeitlichen Zielkoordinaten, wenn man so will. Und dann? Das ist nicht ganz unkompliziert. Geht es auch präziser, Pilot? Ich brauche ein Atom. Ein Atom. Gibt es hier nicht genug davon? Ja, nein. Ich brauche ein ganz spezielles. Eines, durch dessen Quantenmatrix wir zu der entsprechenden Zielzeit reisen können. Ach, so ist das. Na, zu dumm, dass ich mein Quantenmikroskop nicht dabei habe. Ich hab doch gesagt, es ist kompliziert. Konzentrieren wir uns erst einmal darauf, den richtigen Zeitpunkt herauszufinden. Genau. Das Wichtigste ist, dass wir uns schnell auf die neue Situation einstellen. Wir brauchen mehr Informationen, um das Missionsprofil anzupassen. Quantenmikroskop. Tja, es bleibt uns nur die Eins. Ja, was genau bedeutet nicht ungefährlich? Was genau bedeutet nicht ungefährlich? Für den letzten Zeitsprung haben wir jahrzehntelang Daten gesammelt. Für diesen hier haben wir einen angebrochenen Abend. Wenn ich mich verkalkuliere, dann könnte es sein, dass wir uns bei dem Transport in kleinen Scheibchen über einen Zeitraum von 3 Wochen verteilen. Dann darfst du dich eben nicht verkalkulieren. Dann darf ich mich eben nicht verkalkulieren. So einfach. Ich glaube, Nigel hatte einen Plan. Ah, okay, ja, hatte ich. Auf der anderen Straßenseite gibt es eine Art Bibliothek. Ich glaube, es ist egal, was du anklickst, weil ich glaube, wir müssen eh beide Gespräche führen. Aber welches klicke ich zuerst an? Auch so im Gefühl. Ist egal. Eins. 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 Ich glaube, Nigel hatte einen Plan. Er hat mir einen Datenkristall gegeben. Wenn wir den zweiten auch noch finden können, lässt sich bestimmt rekonstruieren, was er herausgefunden hat. Datenkristall. Gib mal her. Was soll das sein? Eine Art Speichermedium? Ich glaube... Und dafür hat sich der alte Trottel in den Tod gestürzt. Ich habe immer geahnt, dass ein Mangel an Objektivität irgendwann die Mission gefährden würde. Und jetzt sitzen wir hier. Nur noch 2 Mann. Hey! Ach, Madame möchte auch einen Beitrag leisten. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ich möchte ihm sehr mit Anlauf ins Gemächt treten. Ja, danke. Ja. Ich will das auch. Wir haben gerade das Leben gerettet. Ja. Assi, ich möchte, dass wir das Spiel an dieser Stelle abbrechen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Oh. Auf der anderen Straßenseite gibt es eine Art Bibliothek. Dort finden wir bestimmt alle Informationen, die wir brauchen. Eine Bibliothek. Hast du darum so lange gebraucht, bis du uns gefunden hast? Ich wusste doch gar nicht. Während andere ihr Leben riskieren, geht Madame erstmal eine Runde lesen. Gut gemacht, Faye. Also das ist doch... Kein Wort mehr. Ich habe weitaus Wichtigeres zu tun, als mir dein Gestammel anzuhören. Wenn du dich unbedingt hervortun möchtest, dann bitte mit konstruktiven Vorschlägen. Ich zitiere Horsty aus dem Chat, ein guter Kandidat für einen tragischen Unfall. Ja, wenn er über das Richtig. Global, wenn wir zur Bibliothek gehen und über das Global-Ding klettern, dann kann er echt runterfallen. In saure Wasser kann man den schubsen. So. Wieso reisen wir nicht so weit in die Vergangenheit, wie es nur geht? Ich möchte das eigentlich nicht sagen, weil er uns unterbrechen wird. Wieso reisen wir nicht so weit in die Vergangenheit, wie es nur geht? Studie 478. Für Beeinflussung müssen Menschen Problematiken realisieren können. Wir brauchen eine Zeit, in der es bereits ein Klimaproblem gab, um erfolgreich infiltrieren zu können. Das sehe ich auch so. Wir suchen einen äußerst schmalen Zeitkorridor. Der Klimawandel muss bekannt, aber nicht zu weit fortgeschritten sein. Also die temporale Nadel im Heuhaufen? Dazu sag ich mal nichts. Hat noch jemand einen ernstzunehmenden Vorschlag? Eigentlich ist doch klar, was wir tun müssen. Wir gehen rüber in die Bibliothek und suchen dort nach... Nein, ich habe einen besseren Plan. Ich werde mich in dieser Bibliothek da drüben umsehen. Auch gut. Vielleicht finde ich ja sogar ein Gerät, um die Daten auf diesem Kristall auszulesen. Haben wir schon gefunden. Ich habe ein paar Terminals gesehen. Danke, Funke. Die hätte ich wohl auch noch gefunden. Und vergiss nicht, dass es noch einen zweiten Kristall gibt. Nigel sagte... Nigel war ein idealistischer Querkopf. Ich kann mir schon vorstellen, wie sein Plan ausgesehen hat. Aber... Hör gut zu, Funke. Ich bin jetzt der ranghöchste Offizier bei diesem Einsatz. Es wird gemacht, was ich sage, und ich will mir jetzt erst einmal selbst ein Bild machen. Irgendwelche Einwände? Nein? Dachte ich mir doch. Was hat er nur gegen mich? Nimm es nicht persönlich.
Ich glaube, er ist noch aufgebracht wegen der Sache mit den Alligatoren. Der Trick mit der Hose hat zwar funktioniert, aber Salvador ist einfach niemand, der sich gerne bloßstellen lässt. Lauchpower meint, dass doch einer von uns den Programmierer kennt. Das ist Inga. Richtig. Aber ich ja, glaube ja auch, der wird ja sehr unsympathisch gemacht, weil er wahrscheinlich bald stirbt. Ich denke auch. Ja, ich denke auch. Wir alle für die oder Story. Wir ihn opfern müssen oder so. Ja. Ja, das ist, damit wir keine emotionale Bindung aufbauen. Stimmt. Warum steht hier jetzt ein Klappstuhl? Hier sind Displays. Wir haben uns das vorher noch gar nicht angeguckt. Doch, aber das ist neu. Der ist aus unserer Krankenstation. Schon komisch, ihn hier zu sehen. Aha. So, den haben die mitgebracht. Nur Fussel. Aber da ist doch ein Atom drauf. Ein Quantenatom. Damit macht sich Salvador manchmal Notizen. Nein, Salvador könnte es lesen und er würde es nicht löschen. Verstehen. Da war löschen. Ich möchte erst 2:54 nach Beginn der Mission. 2050 ist zu spät. Phoenix' Plan droht zu scheitern. Team A und B sowie D und H sind tot. Wurden gerettet. Von Funker F42. Hey, ich heiße Faye. Und warum stehe ich in Klammern? Nächster Schritt. Reorganisation mit Pilot Delvin. Neue Zielzeit ermitteln und zweiten Zeitsprung initiieren. Löscht. So. Daten wurden gelöscht. Geschieht ihm recht. Ja. Da ist irgendwo Errungenschaft freigeschaltet? Was steht da? Ich glaube, das ist für irgendwelche Messgeräte oder so. Saboteur. Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, was ich damit soll. Geht nicht. Kein Fach. Nicht mal für eine Batterie. Was will ich mit dem Ding überhaupt? Das macht die anderen doch auch nicht wieder lebendig. Tasche. Delvins Tasche. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter und Klemmendinger. Ich nehme an, nur Delvin kann was mit dem Zeug anfangen. Naja, vielleicht auch noch Salvador. Ich frage besser Delvin, wenn ich was brauche. Ich weiß ja nicht mal, wie der Krimskrams da drin heißt. Sind das, Süß. Da sitzt so ein Schmetterding. Du magst unser Licht, was? Die haben doch bestimmt auch Atome. In der Lampe ist genug Svensson-Energie für einen Monat. Hoffentlich dauert die Mission nicht so lang. Svensson-Energie. In der Lampe ist genug Svensson-Energie für einen Monat. Hoffentlich dauert die Mission nicht so lang. Da ist doch noch eine Svensson-Energielampe. Ich glaube, wir müssen jetzt wahrscheinlich in die Bibliothek gehen. Ja, und denen das zeigen mit dem Kristall da reinstecken. Öl, Gaskocher, Pfanne. Josseps Pfanne. Den Rest muss die Abteilung fossile Brennstoffe zusammengekratzt haben. Das ist nur für den Notfall gedacht, falls uns die Pillen ausgehen. Was? Joseph und Delvin waren die einzigen, die was damit anfangen konnten. Okay, Vorräte. Kohletabletten zum Aufbereiten von Wasser. Salzwasser, falls wir uns vergiftet haben. Und Desinfektionsmittel. Ich brauche das alles nicht. Meinem Körper geht es, glaube ich, ganz gut. Okay. Noch. Truhe. Sie ist verschlossen. Da ist nichts zu machen. Du hast ein Messer? Keine Ahnung wie. Du hast einen Schraubenzieher. Nein, hier gibt es keine Schrauben. Oh, man kann auch mit dem Schraubenzieher. Ich weiß nicht. Na gut. Kühltruhe. Sie ist zugefroren. Dann schalte sie aus, dann taut sie auf. Nein. Container. Ich habe ihn vorhin ausgeleert. Da ist nichts mehr. Aha, wann? So, wollen wir hinterhergehen oder sprechen wir mit Delvin? Immer mit Delvin sprechen. Kommunikation ist alles. Er scheint ziemlich erschöpft zu sein. Boah, vielleicht was zu essen? Du siehst müde aus. Aber irgendwie auch erwachsener. Haha, so schlimm? Ja, schau dich doch mal an. Viel ruhiger und erfahrener. Ist auch viel passiert in den letzten 12 Stunden. Aber weise und alt wird man so nicht. Okay. Dann gehen wir mal rüber.
Lampe. Zuverlässig, strahlend hell und sauber. Na denn? Es scheint immer noch zu halten. Ne, schaut sich das mit Datenkristall an, oder? Ja. Lesegerät. Bücher. Sonde. Zu Hause benutzen wir Sonden, um gefährliche Stollen zu überprüfen, bevor wir selbst reingehen. Salvador hatte als einziger eine mitgenommen. Er meinte, am Ende will man uns töten und im Nu befinden wir uns im Krieg mit dem gesamten 17. Jahrhundert. Da brauchen wir jeden technischen Vorsprung, den wir kriegen können. Dann mitnehmen. Kann ich die Sonde haben? Nein. Vielleicht brauchen wir sie noch für wichtige Dinge. Mit diesen Geräten kann man die Datenkristalle auslesen. Salvador arbeitet hier schon und kann mit dem Ding sowieso viel besser umgehen. Das bezweifle ich. Salvador? Was gibt es? Eins, zwei, drei oder vier. Geht's voran? Das mit Sadi tut mir leid. Ich würde zwei nehmen, weil es so empathisch ist. Brauche eine Pause. Ach, nichts. Wer ist Sadi? Wahrscheinlich eine seine Partnerin, die in einem anderen Team war. Und tot okay. ist. Die Mehrheit will eins. Ja, geht's voran. Genau. Mhm. Hast du bald was, du Arsch? Geht's voran? Mhm. Das ist ein völlig primitives Sicherheitssystem. Die geschützten Daten dieser Bibliothek lesen sich wie ein offenes Buch. Und jetzt? Was wollt ihr jetzt? Ich brauche eine Pause. Fock aber hat keinen Bock auf Empathie. Ja, bei ihm habe ich echt keinen Bock auf Empathie. Aber Lauchpower sagt eins. Na gut. Ja. Trauer ja, tut weh, ne? Immerhin haben wir seine Daten gelöscht. Ja? Ja. Ja, okay. Das mit Sadi tut mir leid. Sie... Es ist nicht deine Schuld. Hauptsache. Ich brauche eine Pause. Ich will dich um eine kurze Pause bitten. Ich bin todmüde. Madame möchte also Urlaub machen? Nur etwas Schlaf. Ich habe so viel geleistet und... Hör zu, Funke, das ist eine sehr wichtige Operation, verstanden? Auch meine Freunde sind gestern gestorben. Wenn wir hier faulenzen, war ihr Tod völlig sinnlos. Aber das tue ich doch gar nicht. Hier ist noch einiges zu tun. Wie denkst du, könnten die nächsten Schritte aussehen? Ja, stimmt, sie soll den zweiten Datenkristall suchen. Ich könnte den zweiten Datenkristall suchen, ich könnte versuchen, Hilfe anzufordern, ich könnte die Umgebung absuchen. Ja, ich könnte den zweiten Datenkristall suchen. Ja. Ich könnte den zweiten Datenkristall suchen und... Bei einer Kletteraktion in den Tod springen? Wir haben schon einen Piloten verloren. Es gibt sicher einen anderen Weg nach unten. Ich könnte die Umgebung absuchen. Ja, Mama. Ich könnte die Umgebung nach etwas Nützlichem absuchen. Ich kann dich nicht auf einen Spaziergang losschicken, während wir schuften. Du, Madame, sicherst besser das Areal ab. Wir wollen nicht im Schlaf überfallen und gemeuchelt werden. In dem Koffer ist die Sonde. Warte, wie soll... Du nimmst den Bohrer und bohrst ein Loch durch den Schutthaufen. Danach schickst du die Sonde durch das Loch. Hast du noch dein Zeitfunkgerät? Ich bin schließlich Funker. Dann verkriech dich in irgendeine Ecke und benutzt dein ZFG, um die Sonde durch das Gebäude zu steuern. Danach kannst du von mir aus dein Päuschen machen. Okay. Von wegen, sie darf ihn nicht mitnehmen, ja? Womit soll sie denn jetzt bohren? Erzählen Sie mir nichts. Für sowas sind Sie doch viel zu schwach. Das weiß ich selbst. Oh. Deswegen habe ich es auch gar nicht erst versucht. Mit dem Bohrer, was hast du denn da genommen? Ich habe Sonde genommen. Aber da ist noch ein Bohrer in der Box. Er hat gemeint, in der Box ist ein Bohrer. Ja. Plasma-Bohrer. Geil, danke. Dann nehmen wir den Plasma-Bohrer und... Oh je. Ich hoffe, das klappt. Hey, es hat funktioniert. Du hast ein Loch in einen Haufen Schutt gebohrt. Bravo. Und ich finde, es ist richtig gut geworden. Weitermachen. Plasma Bohrer. Auf ihn richten? Loch. Verdammt.
Du hast sie doch nicht fallen lassen. Nein, alles in Ordnung. Ich muss das Schaltpult auf dem ZFG benutzen, um die Sonde anzusteuern. Oh Gott. Nigel? Salvador! Oh mein Gott. Ich habe Nigel gesehen. Hinter der Wand. Er lebt. Das war bloß ein Hirngespinst. Aber er... Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Wir müssen ihm helfen. Du hast deine Arbeit erledigt. Geh deine verdammte Pause machen. Er lebt und ich werde ihn finden. Das war ein Befehl, Funker. Deine Befehle sind hier wertlos. Geh schlafen. Lass mal Bohrer. Der Bohrer war viel zu schwach, um mich durch die Wand zu schießen. Konnten Sie ihn nicht... aufmotzen? Ja, aber sowas ist nicht einfach. Wenn du mich also bitte weitererzählen lassen würdest. Weitererzählen oder machen? Ja, dann müssen wir ihn aufmotzen. Mhm. Mit Seife? Mit der Energie von der Lampe. Von der anderen Lampe, da wo sie gesagt hat, die Energie muss, sollte einen Monat reichen. Oder vielleicht hat. Wie heißt der? Devon, Davin. In der Lampe ist genug Svensson-Energie für einen Monat. Hoffentlich dauert die Mission nicht so lang. Okay, komm, benutzen wir mal mit der Tasche. Ich sollte Delvin besser direkt fragen, wie ich den Bohrer verstärken kann. Na gut. Okay, dann ja, wo ist er denn? Da oben. Ach. Oh, ist so. Delvin arbeitet an dem Laser. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Nigel lebt. Wird es jeder wieder... Ja, kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Ja. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Nigel lebt. Nigel lebt. Nigel lebt noch. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe ihn gesehen. Wir müssen sofort zu ihm. Und Salvador, er will nicht helfen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du willst mir also auch nicht glauben? Du solltest dich ausruhen. Wir haben es auch Danke. Gesehen. Danke, ich komme schon klar. Vielleicht war er es nicht. Naja, wir haben nur eine Hand, einen Menschen mit einer Hand gesehen. Ja. Ach, das ist so schwierig. Dass wir das alles in die Kapsel bekommen haben. Wie so oft, alles nur eine Frage der Technik. Mhm. Sind dir die Sachen im Weg? Soll ich sie wegräumen? Danke, aber ich brauche die Sachen später noch. Komm, wir nehmen die Zeitkapsel und hauen ab. Also wir müssen jetzt irgendwie irgendwas machen. Das haben wir schon den ganzen Abend gemacht. Da ist nichts mehr und ich will nicht mehr. Ich wäre dann soweit mit dem Bohrer. Alles klar, ich komme gleich nach. Aber ich fürchte, da muss noch einiges passieren, bevor wir hier wegkommen. Wenn wir hier jemals wegkommen. Hm. Vielleicht will er sich waschen und... Klappt alles? Naja, der Farbmodulator macht mir immer noch Sorgen. Das Licht kippt leicht ins Rötliche. Ich habe Angst, dass mir der Aufbau so in Kürze den Tisch durchschmort. Hilf ihm. Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht. Das ist ziemlich kompliziert. Ich muss erst den Modus richtig einstellen. Dann anhand eines Referenzatoms die richtigen Werte ermitteln. Eintragen, auflösen, ausrechnen. Ein kleiner Fehler und das Raumzeitkontinuum platzt. Vielleicht machst du das doch lieber allein. Aber danke für das Angebot. Gib ihm Antwort. Die Seife. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Blau ist ja zwar nicht so aggressiv, aber immer noch weit weg von wirklich angenehm.
Seife. Brauchst du Seife? Na, danke, Faye. Das fehlte mir heute noch. Hier, ein Messer. Dasselbe habe ich doch auch, Faye. Ach ja. Das Paddel. Schraubenzieher. Guck mal, das habe ich gebastelt. Bist du damit durch San Francisco gepaddelt? Ja. Alle Achtung. Na, immerhin. Schraubenzieher hast du ihm noch nicht angeboten. Kannst du einen Schraubenzieher gebrauchen? Nein, danke. Der Laser benötigt ganz präzise Instrumente. Ach so. Als wenn ein Schraubenzieher nicht präzise wäre. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich. Ich passe schon. Mit einer Kondens leider hab. Kann ich sie? Du bekommst. Das geht, mein Fa. Sobald du brauchst. Ja, genau. Dankeschön. Ja, stimmt. Fiona merkt an, dabei ist doch blaues Licht energiereicher als rotes. Korrekt. Das stimmt. Aber so, Laser müssen immer rot sein. Dina und Johann, ich konnte haben das wir nie das bei gut. Science Fiction gelernt. Das ist zwanghaft. Dina und Johann haben die Lampen gebaut. Ich konnte das nie. Ja, Küche, Vorräte, Kühltruhe, Truhe, Container. Hatten wir alles auf schon. Jeden Fall leidet sie unter dem Imposter-Syndrom. Ja. Mhm. Ja. Komische Halterungen. Irgendwelche. Ich nehme an, nur Delvin. Naja, vielleicht auch noch. Ich sollte Delvin besser direkt fragen, wie ich den Bohrer verstärken kann. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nö. Kann man in die Decke schießen? Nein, auf keinen Fall. Nee. Ja, sie leidet auch unter toxischer Männlichkeit. Delvin, Schlafsack. Keine Pause. Vielleicht hat sie danach bessere Ideen. Eine Batterie. Das hätte sicher wehgetan, wenn Delvin sich da draufgelegt hätte. Ich nehme sie und da besser raus. Ja, vielleicht kann man damit den Dingsbums da verstärken. Bestimmt. Das wäre gemein. Er will sich bestimmt auch bald ausruhen. Ist ja nicht gemein. Oh, eh. Hoffentlich zerdrücke ich die nicht, wenn ich schlafe. Was? Ich könnte abhauen und mich weit weglegen, wo mich niemand findet. Aber ich will nicht, dass Delvin sich Sorgen macht. Schlimme Entscheidungen, die da jetzt getroffen werden müssen. Ja, jetzt die Batterie. Und die Batterie kombinieren mit dem... Ich kann die Batterie nicht einfach so in den Bohrer stecken. Wie wär's denn mit einem... Ich sollte Delvin besser direkt fragen, wie ich den Bohrer verstärken kann. Vielleicht kannst du auch Delvin die Batterie geben, vielleicht... Nö. Macht er damit irgendwas. Hat denn hier jetzt jemand vielleicht noch so eine Idee? Kann man den Sessel auseinanderschrauben? Das ist eine gute Frage. Die lag unter deinem Schlafsack, Delvin. Wie ist die denn da hingekommen? Du kannst sie haben. Danke. Danke. Den Sessel auseinanderschrauben, super. Klappstuhl. Auf keinen Fall. Aber ist bei Devin oben noch irgendwas, da sind's... Ist da, also liegt da vielleicht noch was rum, was wir nicht gesehen haben? Ich habe jetzt ein Lied im Kopf und das heißt... Hier ist Ausrüstung. Das habe ich eben gefragt, ob ich das wegräumen soll. Dass wir das alles in die Kapsel bekommen haben. Wie so oft. Alles nur eine Frage der Technik. Ja. Und da in dem Kasten daneben ist auch nichts? Nur auch nur Ausrüstung? Ausrüstung. Und Lampe auseinanderschrauben. Und in der Kapsel drin? Naja, da kann ich einsteigen, ausräumen und das habe ich eben gemacht. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Boah, aber Leute, ich bin... Ja. Sehr ich müde. Bin durch. Ja. Barfuß oder Klappstuhl, schon kann es geschehen. Die Lampe auseinanderschrauben, das will ich noch probieren. Ja, probieren. Ich weiß nicht. Nee. Nein. Und was mit dem Display auseinanderbauen? Keine Ahnung, wie. Ach, nee. Ich weiß jetzt auch nicht weiter. Ja, wollen wir einen Sack zumachen? Ja. Wie Julia eben schon ganz, ganz zaghaft andeutete.
Der Wind mit dem Zaunpfahl. Der Wing. Wir haben einen Termin für den nächsten Stream. Ja. Ja. Das sollte man vielleicht verkünden. Genau, wir haben einen Termin für den nächsten... 3. Januar. 3. Januar? Ja. Montag, 3. Januar. Der 3. Januar, 20.30 Uhr, richtig? 20.30 Uhr. Ja. Ja. Da gibt es den nächsten Stream. 2022. Ja, 2022. Ja. Das heißt, wir wünschen euch ein ganz wundervolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und am 3.1. können wir uns wiedersehen, wenn ihr mögt. Ja, alle zusammen. Wenn ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Ja. Ja. Und nicht in 2021 hängen geblieben. Ja, hoffen wir nicht. Wer nochmal Stream erleben will, Dienstag gibt es wieder Dienstagspolitik bei mir auf dem Kanal, aber das war jetzt auch der Werbeblock. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und Frohe Weihnachten. Ja. Bis demnächst. Frohen Rutsch. Ich kombiniere immer. Frohen Rutsch. Und frohen falls Rutsch. Ihr Ideen zur Lösung dieser Probleme, die in 2000, keine Ahnung wann sind, 50, haut das dann im nächsten Jahr raus. Genau, ihr habt jetzt über 2 Wochen Zeit, euch zu überlegen, wie wir diesen Laserbohrer, Plasmabohrer auf Zack bringen. Ja, Laufbar fragt nach einem Raid. Wer will. Was? Ja. Streamt gerade irgendjemand? Streamt irgendjemand? Keine Ahnung. Also ja, streamen Leute, aber irgendjemand, den wir raiden wollen? Ich weiß es nicht. Glaube ich nicht, nee. Kein. Also ich meine, ihr könnt ja auch jemanden vorschlagen zum Raiden. Ja. Lauchpower hat. Ja. Wen denn? Ja, keine Ahnung. Nein. Sie hat. Hatte nur die Idee. Raid. Die Idee eines Raids, vielleicht hat sie ja. Ich habe nochmal einen Link zu unserem Discord-Server reingeschmissen. Ja, wir könnten The Brutzler raiden. Ja. Was macht der denn gerade? Ich gucke mal gerade. Brät er irgendwas? Ich kenne das nicht. The Brutzler macht viel Elektronik-Krams. Oh, dann kennt er sich doch da mit Quantenverschränkungen. Genau. Wir können da hin und dann könnt ihr fragen, wie man Plasmabohrer und wo man diese Referenzquanten, wie Referenz? Ja, Atom. Referenzatom findet, ja. Ja. Ohne Quantenmikroskop, ja. Ja. Vielleicht hilft das irgendjemandem. Okay, ja, wenn ihr wollt, dann würde ich sagen, also, dann können wir den raiden. Raid. Ja. The Brutzler. Habe ich ihn richtig geschrieben? The Brutzler. Ja. Habe ich, mit einem Fett steht hier. Ja, okay. Ja, dann viel Spaß. Viel Spaß. Wir sagen auch kurz Hallo. Also ich sage kurz Hallo. Aber ansonsten sehen wir uns wieder im Stream am Montag, den 3. Januar 2022. Würde mich sehr freuen. Neues Jahr, neues Glück. Auf jeden Fall. Dieses Jahr wird es besser. Ja, es wird immer besser. Sehen wir im Spiel. Tschüss.